haben den Schmerzensgeldantrag offen gehalten, haben das in das Ermessen des Gerichts gestellt. Wenn man das macht, gibt man eigentlich nur eine Richtschnur an, in welcher, in welcher Höhe man es für verhältnismäßig erachtet. Wir sind in unserem Antrag jetzt von 7.500 Euro ausgegangen und damit wäre dann sozusagen auch alles, was nach dem Vorfall in psychischer Belastung dabei gewesen ist, abgegolten. Können Sie vielleicht einmal noch zusammenfassend sagen, also Ihr Mandant erhofft sich einerseits Schmerzensgeld, andererseits ja wahrscheinlich auch ein paar Antworten, was da passiert ist. Vielleicht können Sie das nochmal zusammenfassen. Was für Erwartungen hat Ihr Mandant an das Verfahren? Was erhofft er sich, dass das Gericht hier vielleicht auch aufklärt? Naja, wie gesagt, dreierlei. In erster Linie erhofft er sich Antworten auf den Vorfall, auf den Grund, was da passiert ist, warum es passiert ist. Er möchte Schmerzensgeld haben, um auch das in Geld ausgeglichen zu bekommen, was er als Verletzung erlitten hat. Und das Dritte ist natürlich, und deswegen sitzt man als Nebenklägervertreter, als Anwalt dort natürlich im Prozess mit dabei, er will natürlich auch wissen, was passiert hier in diesem Prozess. Womit muss man im Endeffekt rechnen, ohne aber selber jetzt irgendein eigenes strafrechtliches Anliegen zu haben. Kann er weiterhin seinen Beruf ausüben? Ja, das kann er. Das heißt, nur noch eine letzte Nachfrage, es gab ja schon eine Pause. Konnten Sie da mit ihm kurz sprechen, weil der Angeklagte will sich ja auch nicht einlassen, will ja nichts sagen. Haben Sie ihm das schon weitergeben können? Dem Mandanten? Ihrem Mandanten? Nein, das habe ich nicht gemacht. Das mache ich auch nie. Hintergrund ist, theoretisch wäre es ja jederzeit denkbar, dass der Angeklagte auch nach einer Pause sagt, ich bin doch bereit, etwas zu sagen. Und deswegen wartet man besser den Prozesstag ab, um dann auch Tag für Tag der Mandantschaft zu berichten. Aber der Mandant wird auch nicht am Prozess teilnehmen. Dazu fühlt er sich selbst noch nicht ausreichend in der Lage. Gegebenenfalls wird er zum Abschluss nach seiner Zeugenvernehmung teilnehmen, das ist aber noch nicht ganz klar.